So, neues angespielt, Project Wingman. Wie soll man sagen, eine Indie-Action-Simulation, wo wir uns in Kampfjets reinsetzen und einer Kampagne folgen können. Ich habe es die ganze Zeit versucht, übrigens mit meinem Hutas-System hinzukriegen, oder Hutus, oder wie auch immer man es nennen will, Hutas. Aber es funktioniert nicht. Es ist auch eine Sache, die Entwickler nicht supporten. Lustigerweise sind Xbox-Controller, PS4-Controller oder schieß mich tot, kannst du benutzen. Du kannst aber kein Flug-Simulationssystem benutzen, was dafür ausgelegt ist. Deshalb bleibe ich bei Maus und Tastatur jetzt leider im Angespielt. Und so verstaubt der Joystick weiter in der Ecke. Weil anscheinend der Support für sowas zu schwierig ist. So, wir starten einfach mal in die Kampagne rein. Ich habe noch nicht gespielt. Weshalb... kann schief gehen, hab schon gesehen, es gibt Bossfights auch später, die relativ schwer sein sollen in der Kampagne. Der Feind wird dir Paroli bieten, etwas Anstrengung ist erforderlich, um ihn zu besiegen. Empfohlen für gelegentliches Spielen. Ach, wir machen einfach nochmal, nur normal. Wird schon hinhauen. Und ich hoffe, es wird so viel erklärt, dass ich das auch verstehe. Vor vielen Generationen verbrannte ein... kataklysmisches Ereignis die ganze Welt. Freigelegtes und flüchtiges Material in Kombination mit einem Erderschüttern, tektonischen Kollaps zersetzt die Zivilisation. Die Weltordnung wurde zerstört, die Geschichte der Menschheit wurde für immer verändert. Aber aus der Asche entstieg ein neues Zeitalter. Jahrhunderte sind vergangen. Die Menschheit ist in einer Ära namens Nachkataklysmus. Januar 432 Nachkataklysmus. Our contract with this backwater place is just about to come to an end. And, well, thank God. I don't mind a tropical vacation every once in a while, but it's not very glamorous, considering we're here to work. Anyway, one last thing before the defense minister releases our contract, and we move on to bigger and better. Hitman 2, you haven't gotten all that much airtime this deployment, so you're taking point with this operation. We have confirmed the location of the Burlock Privateer Headquarters off the coast on the southwestern edge of the Jesta Island chain. They're a mercenary group like us who, unfortunately, have turned to outright piracy. According to surveillance data, we have determined that they are the culprit of the recent high-profile hijacking of the Federation-registered cargo ship Mei Lynx. The Mei Lynx is supposedly carrying volatile cargo belonging to the Federation's Department of Global Energy and Sustainability Office. Nothing specific from the Federation contact about the cargo, however, our orders are to retrieve it if possible, or to neutralize it if we can't. Attempts to negotiate for it have turned up with nothing, so we're going in. Hitman team, you are to approach the island from the south along with support and establish control over the area. Your objective is to eliminate any surrounding anti-air and resistance on the island. After that, secure an LZ for our operator group Ronin to ascertain the cargo. Once Ronin lands, maintain air superiority until the next stage of the operation is determined. Be aware that the Burlocks have other Merc pilots on tap, so enemy reinforcements could be a factor. Normally, we'd stay out of contact with any Federation-adjacent taskings. But this is the last thing we need to do for our current contract, so I'll let it slide. Two birds with one stone. Easy enough, right? Now get to work. Dismissed. Bitte sei gut spielbar mit Maus und Tastatur. Oh nein. Jetzt lade ich, glaube ich, aus Versehen das Missionsbriefing wieder ein. Das war jetzt nicht so spannend. Geh zur Insel, alle Anti-Air-Stellungen zerstören und dann Party machen. T21, TF4, MG21.
zusätzliche Bewaffnung. Ungelenkte Bombe. Zweiter Slot. Mit Sprengstoff gefüllter Treibstofftank, umgerüstet für den Artillerieeinsatz, funktioniert. Achso, da ist der zweite Slot. Anscheinend kann ich noch nichts verändern. Auch komplette VR-Unterstützung. Mein Gott. You gotta let us loose. Just about, Diplomat. Hitman 1, take your flight on this vector till you start to see targets on the IFF. You are free to engage. Lead the way, Monarch. I have you on record saying that, Prez. Don't be a snitch again, Galaxy. Hitman 1, Monarch and Prez, ready to roll. All cog, we're engaged. Rack them up and knock them down. Get the speed boost rolling. We have attackers inbound. Who the hell did we piss off? This is Rodian Actuary from Galaxy. We're moving in. Our fast movers on base. Don't sweat it, Rodian. Ja, da ist mir klar, dass das... Achso, da ist Wechseln, dafür, da gehe ich in die Mitte wieder. Der Bewaffnung. Ja, da war die Rakete. Ist immer gut, fliegen schon in der Luft zu lernen. Monarch, you've got a good lock.
Vom Interface für Steuerung fühle ich mich ein bisschen zurückversetzt zu Use Navy Fighters von früher. Jetzt kommt gleich die Frage, hast du Unendraketen? Ich glaube, raketenmäßig habe ich unendlich und die laden sich wieder auf in einer gewissen Zeit. Aber ich hätte mir die Steuerung vielleicht mal angucken müssen. Ich dachte, da wird ein bisschen mehr erklärt am Anfang. Okay, Geschwindigkeit steigern mit Shift und STRG, also mit STRG wieder abbremsen. Hund. Wenn es abstürzt, wegen dir hackt's. Danke, Leander, für dein Tier 1 Sub. Verdammt, das ist das Boot, was ich am Anfang nicht zerstört habe. Und nur einmal gekotzt. Impact. We've got inbound. Enemy reinforcements coming down from due north. Flashing mercenary IFFs. Green light to engage. Defenses are clear. Ronin, move in. Copy all. Gar nicht mal so hässlich. Kommen die direkt von hinter mir. Scheint so, als wenn ihr alle schon beschäftigt seid, nur ich nicht. Das Einzige, was ich noch suche, ist Anvisier mit der Tastatur. Ah, T macht Interface aus. Toll. T wäre für mich immer Target. Kann ja nicht sein, dass rechte Maustaste das Einzige ist, womit ich anvisieren kann.
Der will ich doch veräppeln. Was ist los, Hund? Nein, es ist kein Ace Combat. Es ist ein kleines Entwicklungsstudio. Ah, gut, der pausiert, wenn man in Steuerung reingeht. Ja, ja, das sind die Achsen. Ziel ändern. Waffe abfeuern, Rakete abfeuern. F ist auch Waffe abfeuern. R wäre Karte. Okay, R für Radar. Kamera ändern. X Waffenwechsel. Achso, Waffenkreuz öffnen. Arcade-Modus. Ach, Hund. Manchmal ein bisschen anhänglich. Aber er versucht, die andere Fliege abzuschießen. Ah, V. Hallo Zein. Das war ein Glückstreffer. So sollte man keine Rakete abfeuern. Kannst du Luftsturmabsturz verursachen und abstürzen? Das ist übrigens wirklich ein Arcade Flight Simulator, also Flugsimulator. Es will auch nicht mehr sein, glaube ich. Obwohl ich die Interface-Sachen, also die Darstellung ganz gut finde. Ich direkt nochmal schauen sollen, wie ich Flugkörper einsetze. Ich meine Tauschkörper, das ist richtig. Habe ich doch gesagt. Ach, weißt du, warum ich keine habe? Weil das ein Sondermodul wäre. That bodes well. Copy loaded. How much is present? Enough to keep an airship powered for any of the Gorbor's sensors. It's not anything we can carry out of here. Right, one moment. Putting the contact on the line.
destroy it. Copy that. Ronin, exfiltrate. You heard that, Monarch? Highlighting a new target on your IFF. Blow it when they're out. Way ahead of you, Galaxy. You're calling it, man. Dann machen wir alles kaputt. Ich keine Bomben. Da wir 400 Jahre nach der Kataklysmen sind, glaube ich nicht, dass die Jäger lizenziert sind, jedenfalls nicht nach Namen. Also ich denke mal, sie haben originale Vorbilder. Aber es ist ja extra so gemacht von der Geschichte, dass es nach einer Katastrophe auf der Erde ist. Ja, kann sein, dass der genauso aussieht wie der Phantom Kampfschild. Der heißt halt nur anders hier. Genau in dem Moment, wo ich nicht geguckt habe. Haben wir die Explosion verursacht? The money came through from this contract, and our opportunities in this region have just about dried up. If no one objects, and your contract with Sicario is still in effect, pack your bags. I looked a little into the Cascadian situation, and I believe we'll make a little something of ourselves there.